So, jetzt sind wir wieder mittendrin, statt nur dabei. Ja, dieses JavaScript-Tutorial macht ernst. Genau, ich werde jetzt richtig ans Eingemachte gehen. Das soll mich dennoch nicht davon abhalten, ja, entspannt und locker und freudenvoll, ja, an dieses Tutorial mich ranzumachen. Ja, worum geht es? Es geht um asynchrone Programmierung. Und wahrscheinlich wird dieser Begriff den einen oder anderen, der mir jetzt zuhört, erschlagen, aber das erkläre ich jetzt. Was ist denn asynchrone Programmierung? Nun, asynchrone Programmierung bedeutet, dass ja bestimmte Aufgaben parallel laufen, dass sie gleichzeitig ablaufen, also Aufgaben und Prozesse, ohne dass diese Aufgaben und Prozesse darauf warten müssen, bis eine andere Aufgabe abgeschlossen ist. Ne? Also wenn du Aufgaben gleichzeitig ausführen möchtest, dann ist die asynchrone Programmierung angesagt. Es gibt verschiedene Kontexte, in denen man das einsetzt, beispielsweise wenn Dateien eingelesen werden oder wenn HTTP-Requests an Server verschickt werden, wenn das Programm auf Benutzereingaben warten soll und so weiter und so fort. Also wir werden mit Sicherheit im Laufe der Zeit in die Materie tiefer einsteigen. Also das wird jetzt hier schon durchaus anspruchsvoller, aber davor darf man sich nicht fürchten. Ich erkläre ja auch alles Zeile für Zeile. Genau. Asynchrone Programmierung wird in JavaScript mit Promise-Objekten realisiert und wie das aussieht bzw. aussehen kann, das zeige ich dir jetzt. Ich tippe die Zeilen, dann sage ich ein paar Tacken dazu. Okay. Na. Ich erzeuge erstmal ein Promise-Objekt und dieses Promise-Objekt erwartet als Parameter eine Funktion, ja, resolve. Genau, diese Funktion hat selbst zwei Parameter und zwar einmal resolve und reject. So, da haben wir es. Das sind beides Funktionen. Die Resolve-Funktion wird ausgeführt, wenn ja die Aufgabe erfolgreich bewältigt werden konnte, und die Reject-Funktion wird ausgeführt, wenn die Aufgabe bzw. wenn der Prozess eben nicht mit einem Erfolg beendet werden konnte. Ne? Dafür haben wir jetzt hier diese beiden Funktionen. So. Und nun mache ich Folgendes. Ich verwende die Funktion setTimeout, um einen asynchronen Ablauf zu simulieren. Das sieht dann wie folgt aus. setTimeout erwartet wieder eine Funktion hier. Komma 1000. Was es hier mit dieser 1000 auf sich hat, das in wenigen Augenblicken. So, const success. So. Was passiert hier? Nun, setTimeout stellt sicher, dass ja erst einmal mit einer Verzögerung von einer Sekunde der Code ausgeführt wird, der hier steht. Das hier erweitere ich noch, ne? Also erstmal wird eine Sekunde gewartet. Das soll eben den asynchronen Prozess simulieren. Und in der Zeile 3 erzeuge ich eine Zufallszahl, aber das sollte hier kein Mal sein, sondern ein kleiner Zeichen. Ich erzeuge eine Zufallszahl und vergleiche diese Zufallszahl mit 0,5, wenn dieser Vergleich ja
wahr ist, dann ja, haben wir hier Success ist gleich True. Das ist nämlich ein boolscher Wert, der dann in der konstanten Success ja abgelegt wird, beziehungsweise der durch Success eben repräsentiert wird. Und falls die erzeugte Zufallszahl eben nicht kleiner als 0,5 sein sollte, tja, dann repräsentiert Success eben den Wert False. Genau. Und eben den Wert von Success, den werte ich hier mit einer If-Abfrage aus, If Success. Und ich sagte ja, in diesem Falle, ja, wird eben die Resolve-Methode aufgerufen. So. Und hier kann ich sagen, alles tutti. Genau. Falls ja, die Zahl eben nicht kleiner als 0,5 war, dann soll das als ja, false bewertet werden. Und für diesen Fall wird eben die Reject-Funktion aufgerufen. Und hier erzeuge ich eine Fehlermeldung mit New Error. Und diese Fehlermeldung bekommt von mir auch einen Text. Nix tutti. Kollege. Genau. So. Das hier ist also unser Promise-Objekt. Wie gesagt, diese Promise-Objekte dienen in JavaScript für die Implementierung asynchroner Programmierung. Gut. Ja, danach kann ich hier eine Auswertung vornehmen, beziehungsweise hier ja, den Promise ja, ausführen. My promise then. Die then-Methode, die kommt zum Einsatz, wenn eben hier ein Erfolg vorliegt, wenn das erfolgreich war. Und das sieht dann so aus: resolve. Console.log. Erfolg. Zacki. Und hier wird der Text, den ich der Resolve-Funktion in der Zeile 6 übergeben habe, ausgegeben. Gut. Ja, im Leben ist eben nicht alles erfolgreich. Da können Dinge auch mal schief gehen. Das ist kein Beinbruch, denn hier gibt es auch noch die Catch-Methode, die eben ausgeführt wird, wenn ja, Success eben kein Success gewesen ist, ne? Das sieht dann so aus. Error. Zack, zack. Und hier gebe ich eine Fehlermeldung aus mit Console Error. Fehler Doppelpunkt. Und Error Punkt Message. So. Ja, der Vorteil eines solchen Error-Objektes ist, dass ich hier ja bestimmte Methoden, bestimmte eingebaute Methoden nutzen kann, wie Message beispielsweise. Und hier wird eben ja der Text ausgegeben, den ich selbst dem Error-Objekt übergeben habe, hier in der Zeile 10. Ne? Okay, ja. Und jetzt kommt der große Augenblick. Ich führe das Ganze mal im Terminal aus. Und voilà, nix tutti. Ja, das bedeutet, dass die zufällig erzeugte Zahl ja größer bzw. größer gleich war als 0,5. Okay, nix tutti. Und auch beim zweiten Mal haben wir hier wieder nix tutti. Nochmal ausführen. Ja, das ist jetzt natürlich ein Tutorial. Und deswegen, ja, hier haben wir auch mal Erfolg. Ja, es geht ja nach dem Zufallsprinzip. Und jetzt haben wir eben, ja, sage und schreibe 1, 2, 3, 4 mal nix tutti gehabt, aber jetzt am Ende dann doch Erfolg. Ja, und wie gesagt, das kann man hier auch während des Tutorials nicht beeinflussen. Dafür haben wir ja hier math.random. Du siehst, es funktioniert wunderbar, ne? Also noch einmal, das
Video hier war eine Einführung in Promises und damit auch eine Einführung in die asynchrone Programmierung. Ja, es ist wichtig, eben voranzuschreiten. Und wenn du Zeit brauchst, um das Wissen, das ich dir hier in diesem Tutorial vermittelt habe, naja, auf dich einwirken zu lassen, dann ist das vollkommen normal. Ne? Das ist etwas anderes als einen Roman durchzulesen, ne? Von der ersten bis zur letzten Seite. Und deswegen sage ich ja, ne? Dranbleiben ist angesagt, wenn man sich eine so tolle Fähigkeit wie Programmieren aneignen möchte. Und ganz wichtig ist dabei selbstverständlich, dass man das geduldig und auch entspannt über einen ganz langen Zeitraum macht. Und wenn du das machst und wenn du konstant jeden Tag JavaScript lernst oder dich jeden Tag mit JavaScript beschäftigst, und das muss ja nicht 5 Stunden täglich sein, das können ja auch 15 Minuten pro Tag sein, dann schau mal, wie weit du nach einem Jahr gekommen sein wirst. Du wirst wahnsinnig tolle Fähigkeiten dir angeeignet haben. Aber wie gesagt, dranbleiben ist die Mutter des Erfolges. So, für dieses Tutorial sage ich jetzt jedoch Mission accomplished. Abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.